Der Tätowierer hat, wie so viele seines Fachs, seinen Laden im Schattenmarkt von Yin Ho, ein Labyrinth aus Gassen und Wegen zwischen eng gebauten Buden hindurch, eine Behausung, gleichzeitig auch Laden. Hier gibt es offene Grills, hier gibt es kleine Märkte, hier gibt es über mehrere Etagen verteilt Wohnungen und Geschäfte gleichermaßen und hier gibt es vor allen Dingen eine Vielzahl an extraterrestrischem Wesen, das ist ein falsches Wort, weil es gibt kein Terrain in dem Sinne, also in vielerlei Wesenheiten und Neck, der Skink, führt euch genau dorthin, wo Panepion seiner Arbeit nachgeht. Ich wollte mal die Er Zuschauer kommt! verwirren. Das hat jetzt Ben gar nicht mitbekommen. Mal gucken, ob die Zuschauer rausfinden, wer den Anfang gesprochen hat, ob ich oder Ben das war. Nicht schlecht. Ja. Gute Band-Parodie. Möchte ich mich auch mal sinnvoll einbringen. Danke, danke. Ess dein Pampf. Genau, was Mutti früher immer gesagt hat. Ja, hier in Hessen Was? schon. Hier ist der Panepios Werkstatt, sagt Neck und deutet mit seinen drei Fingern irgendwie Richtung einem kleinen, wirklich engen Genau, was Mutti Häuschen. immer gesagt hat. Und ja, ihr seht die Tür, die eigentlich nur aus Blech und ein paar Gittern bestanden hat, ist nach außen hin rausgerissen. Und ihr trefft auf eine verlassene Werkstatt, die bereits anscheinend auch von Nachbarn und Vorbeigehenden geplündert wurde. Denn das fahle Licht, was reinfällt in den eng kleinen Raum, zeigt eine Tätowierstube mit einer Anzahl von leeren Farbtöpfen, verbogenen Nadeln, kleinen Klöppeln, wild verstreut auf Werkbank, einer unbequemen Liege und einem breiten Stuhl. Aber hier wohnt und arbeitet niemand mehr. Jedenfalls war er hier. Hervorragend, jetzt sind wir extra hierher gelaufen in eine leere Werkstatt, um irgendeinen Tätowierer zu finden und einem großen Mysterium auf der Spur zu sein. Und was haben wir gefunden? Einen verstaubten alten Raum ohne einen Tätowierer und Dieser Mann ist ohne. sehr gut im Zusammenfassen. Wann hast du den denn das letzte Mal hier gesehen? Ich bin nicht sonderlich tätowiert, meine Schuppen sind einfach zu hart. Von daher, ich könnte nur sagen, dass es vor einem Mond, vielleicht zwei Mondumläufen, war, wo er hier noch draußen gesessen hat und seiner Arbeit nachgegangen ist. Ja, ganz sicher. Sag mal, Mac, kannst du mit deinen Geräten hier irgendwie scannen, wann hier das letzte Mal jemand durchgelaufen ist? Hallo. Ich drücke auf L3 und Ja. scanne einfach mal alles. Sammle wieder zwei Beryllium ein, die ich nie brauche. Und finde irgendeinen wertlosen Text. Und vielleicht finde ich Nein. ja noch was anderes. Ja, tatsächlich. Und zwar scannt Mac, nahe Leben gibt es hier nicht, außer vielleicht den einen oder anderen kleinen Squin, der flüchtet. Aber viel interessanter ist, dass du Technik scannst, und zwar noch Den funktionelle von Technik. Saturn? Ja, genau den. Okay. Was die primitiven Plünderer nämlich haben liegen lassen, ist ein dicker Saturn-Angestellter und ein einfaches Holodeck. Ja, sehr, sehr primitiv. So primitiv, als dass selbst C6.4 müsste sich downgraden, um es zu hacken. Es ist noch funktionsfähig und es beinhaltet ja irgendwelche Daten wahrscheinlich. Das findet Mac, liegt unter der Pritsche, wo die Leute gefoltert, also tätowiert werden. Und ja. Ich dachte unter seiner Würde. Ja, okay, aber wenn nur der C64 das entschlüsseln kann, dann Nicht kann Mac mal das. der. Ach, Aber nicht mal der, und Mac kann das auch nicht, oder? du kannst es nochmal anstellen. Dann ja, ist es an und du siehst, dort wird dann ein Algorithmus gefragt, ein uraltes Passwortsystem,
das ihr Minispiel jetzt gleich bekommt. Und zwar wäre ich ja mitgekommen, verdammt. In die große Gruppe, Moment. Das vielleicht war dir ja langweilig und du willst dich zufällig tätowieren lassen. Und stößt dann wieder als zu Erinnerung uns. Erinnerung von Kindern. Du bist jederzeit eingeladen aus einem für dich erfindlichen Grund. So, das kann ich jetzt leider nicht ins Publikum halten, weil ich die. Warte, Lesung ich versuche, das müsste aber gehen, weil das ist ein JPEG. Ist ein was JPEG, ich hier nicht genau richtig schön einblenden kann, sind PDFs wegen. Okay. So, wie ist das hier? Das ist ja Bilder von Penissen einblenden. So, aufgepasst, liebe Rätselfreunde. Jawohl. So sieht's aus. Seht ihr alle drei das hier? Ja, okay. Müssen wir etwas kleiner machen, dass ich das da ist im Bild. Ich überdecke jetzt Martin. Martin, du kannst Quatsch machen. Oh mein Gott. Wenn ihr das sehen könnt. Warum macht er das? Genau, ich habe nämlich eine Lösung. So, ihr seht 13, ja, ist ein hübsches kleines Kreuzfahrträtsel, dieser uralte Algorithmus. Es gibt 4 Algorithmen an der Seite, A, B, C, D und oben 13 Lösungsworte, die eingetragen werden und entweder A, B, C oder D geben dann das Passwort, um dieses Holodesk ich möchte zu lösen. Öffnen. Und jetzt haltet euch fest. So der spannend. Algorithmus, wo ich mit muss. Das Ding fragt jetzt 13 Dinge ab, die eingetragen werden müssen. Und zwar aus einer uralten Legendensammlung der Enno von irgendeinem Planeten, von dem ihr ja hoffentlich genug wisst. Denn es fragt nach Sagengestalten, die jetzt gleich holographisch hier erscheinen. Und ihr seht über dieser Sagengestalt immer eine Zahl, wo das dann eingefügt werden muss. Und zwar seht ihr als erstes die Zahl 13. Ihr könnt dann immer so durchzwischen. Und bei der Zahl 13 erscheint diese Sagengestalt. Ja, ich habe das Zelda-Let's Play geguckt und die Mooseman-Story gehört. Und jetzt sind meine Freunde. Ja, Daniel, das musst du lösen. Okay. Alte Männer im Kind. Ja, aber Moment, wie passt denn das jetzt in die Situation? Das heißt, einer von uns, also Harrison oder Willy oder Mac, sollte diese kennen. Ja, der Doc ist ja wissentlich sehr, sehr weit. Also der kennt sich ja schon mit Kram aus. Und du wurdest ja auch, hattest ja einen Spitznamen auf deinem Planeten, wenn du dich erinnerst. Weil du dich mit so einem Dosenheini. Du erinnerst dich nicht. Jetzt hast du dir mal so einen schönen Hintergrund ausgedacht. Echt? Das ist schon so lange her. Alter. Ja. Wie heiße ich denn? Moment. Dr. Background. Ich heiße Dr. Background. Was ist das für ein Name? Dr. Bums. Dr. Boost. Chili Willy. Thrillhelm. Chili Willy. Ich glaube, man hat dir den Spitznamen der Schamane gegeben. Ach richtig, den hast du aber gut mir. Weil du nämlich mit älterer Historie und Mythen und verklärten Erinnerungen hast du dich befasst, zum Beispiel auch mit einem Ort namens Terra oder einem Mythos namens Terra. Das heißt, du kannst auf jeden Fall loslegen, rein spieltechnisch, und wenn du irgendwas nicht weißt, kannst du auch mal einen Wissenswurf machen. Aber hier ist die erste Figur Nummer 13. Okay, gut, dann gehe ich mal in mich und meine mich zu erinnern, dass es ein kühner Held mit dem Namen Triklops oder Triklops ist. Ihr tragt das selbst ein, ja? Oder ihr das muss Michi halt machen, ich kann das jetzt schlecht. Ja. Ach so, okay, dann kann das aber auch schlecht, warte mal. K-L-O-P-S, ja, geht. Also Triklops, ich hoffe, man schreibt den mit C. Man schreibt den mit K. Mit K. Aha, woher wollt ihr das wissen? Hallo, ich habe den bei mir zu Hause stehen, also von daher. Du hast den bei dir zu Hause stehen. Ich hab dir nicht gerade gesagt, das ist kein echtes Hologramm. Das war jetzt aber ein Scherz, ihr Idiot. Ich muss ja gerade mit sehr vielen Fenstern hantieren, Verzeihung. Sehr gut. Also gut. Gut, ja, würde ich sagen, habe ich gelöst das Rätsel. Weiter Swish. Bitte? Nummer 9. Achso, warte mal. Oh Gott, da muss ich hier. Nummer 9. Ah Gott. Ich weiß es. Ich weiß es auch, aber ja,
Weiß Harrison das auch? Dann soll's ja, ja. Sagen. Also jetzt ist Spielerwissen gleich Charakterwissen. Also ich habe das, glaube ich, mal auf dem Hintern von so einer Braut tätowiert gesehen. Das ist doch Trapjaw. Ja, das würde ich sekundieren, die Entscheidung. Ja, dann kann man den bei Nummer 9 mal eintragen. Sind das eigentlich, gibt es die in der Lore wirklich? Also gibt es den Planeten Eternia und den komischen König und den... König Randor, aber hoffentlich. Und auch die Monorail, die um Eternia rumfährt und den hohen Preis rechtfertigt. Das war ein blödes Spielset hier. Was war das, die Nummer 9, oder? Die Nummer 9. Im nächsten Zwisch gibt es die Nummer 2. Nummer oh, der zwei. Ist schwierig. Ah, wie hieß denn der noch? Ah, es ist King Hiss. Oder? Ja. Ja. Natürlich ist es King Hiss. Nummer 2. Ist auch ein bisschen schwierig, weil das die 2000er-Versionen sind. Meine alten habe ich nämlich genau wie du auf dem Klo. Ach so, deswegen. Ja, das ist ja blöd. Deswegen erkennt man die so schlecht. Ach komm. Ja, doch. 3, 4, 5, 6, 7. Das ist fair. Mit dem Sortieren ist gar nicht so leicht. Ja, die in der Excel zusammen zu sortieren alle. Ich muss euch mal ein bisschen aus dem Bild schieben. Nummer 10. Moment. Nummer 10. 9, 13. So Orko. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Das ist Orko, ja, tatsächlich. Boah, wie scheiße sieht denn Orko in der 2000er-Version aus? Hallo. Was? Moment, die Nummer 10 war das? Ja. Das war meine allererste Masterfigur, also die 80er-Version. Und, keine Ahnung, da war ich 6 und meine Mutter wollte eigentlich, dass ich keine Monster-Spielzeuge habe. Das waren aber alles Monster. Ja, aber ich habe den hier bekommen, der war am harmlosesten, aber auf der Rückseite waren alle anderen abgebildet. Schrieb man den mit K schon, oder? Ja, mit K. Ich kann mich erinnern an den Besuch einer Geburtstagsfeier, das war noch im Kindergartenalter und da hatte jemand Orko und das war die Sensation, weil man, da konnte man so ein Aufzieh-Dings reinschieben und rausziehen und dann fuhr der so über den Boden. Und er war nicht so nervig wie in der Zeichentrickserie, weil da hat er nur Scheiße geredet. Und lass mich raten, am Ende dieses Kindergartentages hatte dieses Kind Orko nicht mehr und du auf einmal schon. Nein, ich hatte den selber nie tatsächlich. Er ist halt bis dahin nach Hause gefahren, hat er einmal aufgezogen. Er ist mir nachgelaufen. Korrekt. Nummer 3. Nummer 3. Das ist, wie hieß denn der? Montana. Montana, richtig? Ja, wir sind bei der wilden Horde angekommen. Die wilde Horde war super. Vor allem ja. Gorilla-Typ. Wie hieß der nochmal? Grisloa. Gut, dass ich den nicht ausgedacht. Die Nummer 3 war das? Nummer 3. Die jetzt gerade unzählige End-30er durchdrehen, weil das, weil sie weinen vor Glück, dass sie wieder mit Masters-Figuren zu tun haben. Moment, Montana auf der 3. Mhm. Ein bisschen wie bei so einem Pferderennen. Montana schließt auf! Montana, Montana, Montana! Der geht, der geht! Hanna Montana, Gott. Okay. Nummer 6. Oh Gott, wie hieß denn der? Snake Core. Das ist auch einer von der wilden Horde. Von den Schlangenmenschen. Puh. Ist es nicht Snake Man? Snake Face ist es aber auch nicht. Neck. Snake Achtung, Neck. Achtung, ganz kurz. Oh, es ist Redlore. Stimmt das? Man den? Ja. Ja! Redlore. Die richtig, Nummer 6, sagst du, wie schreibt man den? Er rattelt. Mit Doppel-T. Ja. So. Wenn ihr schon irgendwas wisst, dann könnt ihr es auch schon reinsagen. Ansonsten. Wir machen das alles durch einmal. Wir machen jetzt echt alles durch. Ja, klar. Dann sind ja nur noch ein paar Felder. Nummer. Warte, jetzt muss ich erst mal gucken. Nummer 8. Das ist Many Faces. Da ist die Frage, wie man den sortiert. Wie sprichst du denn aus? Er ist doch Many Faces. Der ist so wie Man at Arms, ist der so mit Many Faces. Weil es musste bei jeder Masters-Figur musste das Wort Man besonders hervorgehoben werden. Keine Bindestriche rein. Also als ein Wort. Ja, dann geht's. Und genau, es wird mit dem E geschrieben, ne? Ja. Many Faces. Ja. Nicht mit dem Monster Many Feces verwechseln. Das war dann schon aus der Season, die dann abgelehnt wurde von Mattel. Das war scheiße. Dabei gab es so tolle Figuren wie Shittor. Nummer 4.
Ja, das ist Evil Lynn. Ja. Da hakt sogar die Webcam. Wie wir mir gesagt haben. Evelyn. Die Nummer 4 ist das? Das ist Nummer 4. Sieht aus wie die böse Stiefmutter. Die schreibt man aber mit einem Röschen oder so. Das Lynn schreibt man nur mit einem N. Genau. Oder? Ja, richtig. Evil Lynn. Wir ziehen das jetzt knaller durch. Hey, wie spielt ihr kein Pen Paper? Nummer 12. Oh, das ist Merman. Der ist übrigens für alle, die Masters mögen, die sollen unbedingt dem Twitter-Account Grumpy Skeletor folgen. Das ist das Lustigste, was es gibt auf der Welt. Und vor allem Merman oder Merman ist da, spielt da immer wieder eine Hauptrolle. Weil er der größte Idiot von allen ist. Ja, welche Nummer war das jetzt? Nummer 12. Ich mochte ihn. Wie heißt er nochmal in Cabin in the Woods, diese Wassermonster? Weiß ich nicht mehr. Cabin in the Woods? Kevin verstanden. Verstehen alle immer. Kevin. Okay, wir kommen der Sache näher. War auch das Highlight, dieses Wassermonster. Nummer 5. Den kenne ich nicht. Den gab es damals den nicht. Den hast du sogar, glaube ich. Ach, das war Snakeface, schaut der jetzt so aus. Ja. Der war geil. Der war damals mein Comeback-Ding, weil da hatte ich eigentlich schon aufgehört und dann fand ich den aber so geil, dass ich den wieder kaufen musste. Nummer war das? Nummer 5 ist Snakeface. Comeback Israel. Mutti, falls du zuschaust, es hat sich doch gelohnt, Dinge zu haben. Ich mach ganz stolz aber auf dich jetzt. Und gleich an. Nummer 11. Wie hieß denn der noch? Whiplash. Okay. Sau gut. Das nicht zu toppen. Ja gut, jetzt kommen noch zwei leichte und dann habt ihr's. He-Man. Und Man-Man. She-Ra. She-Ra ist die coolste. Oder Prince Adam, a.k.a. She-Man. Nummer 7. Oh, was eine schöne Stadt. Oh, das ist Hordak. Der ist geil. Hordak war super. Der hatte auch so ein Hubschrauber-Ding. Ich fand immer, der sah cooler aus als Skeletor. Ja, der war auch cooler als Skeletor. Niemand ist cooler als Skeletor. Und dann fehlt noch die Nummer 1. Und Mooseman habe ich leider nicht auftreiben können, aber immerhin. Das muss man nicht auftreiben können. Stinkor! Das ist Stinkor! Riecht der auch so schlimm, dass man eine Kopfweh bekommt? Nein, das ist keine Actionfigur, sondern nur eine Staction, also es ist nur so eine Statue. So, den gab es leider nicht als Actionfigur. Doch, den habe ich auch, glaube ich, unten. Na, im Keller nicht so viel gefunden. So. So. Und jetzt haben wir das Lösungswort. Eine von den vier Zeilen ist das richtige Lösungswort. A, direkt. B, C oder D. Ich tippe auf A und möchte lösen. Bitte, du gibst das Passwort ein. Drummer in einer Band. Schlagzeugen in einer Bank. Sehr gut. Stimmt. Cool. Das Lösungswort lautet I have the power. Und damit öffnet sich das uralte Holodesk mit I have the power und legt euch chronologisch sortiert die letzten Skizzen von Pan-Ip-Yon da, alle als Hologramm, die kompletten die kompletten Tattoo-Skizzen, die er hatte. Und das sind so an die 600 Stück. Gucken wir uns jetzt auch alle an. Vorbereitet. Hast du die alle gezeichnet? Ja? Sehr gut. Nein. Wie gesagt, die sind chronologisch geordnet. Und liegen euch jetzt stehen euch jetzt zur Verfügung. Jazz, wann haben wir uns diese Tätowierungen nochmal machen lassen? Wir müssen irgendwie den Zeitrahmen eingrenzen, dass wir rausfinden, was da davor und danach kam. Naja, was danach kam, ist wahrscheinlich alles vom letzten an. Ich habe keine Ahnung mehr, wann wir das gemacht haben. Glaubst du, es... Ja, gucken wir uns auch mal die letzten an, die er gemacht hat. Die letzten. Also die allerletzte zum Beispiel, bevor er hektisch aufgebrochen ist. So eine gute Idee. Die habt ihr gerade jetzt kommen. Sekunde, da muss ich die mal kurz einblenden. Die letzte Tätowierung. Die letzte Tätowierung. Gottes Willen. Moment. Ist wieder ein Sternsystem. Moment.
Gleich seht ihr es zu Hause auch in schön. Ey. Genau. Und das ist tatsächlich der letzte Eintrag, den es gibt. So, so sieht das aus. Iwasch Ehre, wo und me. Ah, I was here, found me, not there. Den kann man nichts vormachen. Den kann man nichts vormachen, ja. Ah. Ja, du siehst es in einer Universalsprache. Sind einfach nur die Dinge auseinandergezogen. Und was sagt hier das? Können wir das abgleichen mit unseren Tätowierungen, um die gesamte Karte irgendwie zusammenzubringen? Oder also ist es. Du würdest sagen, das Sternsystem selbst existiert auf keinen Fall so. Es gibt keinen Iwasch Ehre und das ist eher eine andere Art Karte, die nichts mit euren Tätowierungen zu tun hat. Dann ist das, wo der sich versteckt hat. Mhm. Aber ist es ein Sternsystem oder ist das einfach nur hier im Ort, wo er sich versteckt hat? Man könnte zum Beispiel eine Ortskarte drüberlegen. Mac, kannst du irgendwie auf eine Ortskarte zugreifen oder hast du so eine Datenbank nicht? Hä? Ortskarte. Kann ich das? Du kannst einen der Terminals hier anzapfen. Die sind zwar alt und sehen aus wie so alte Wasserpumpen, aber... Dann mache ich das. Dann bekommst du einen Überblick über Gen-Ho. Ja. Kannst du sie holographisch erscheinen lassen. Geil. Und jetzt könntest du das Hologramm dieser seltsame Skizze drüber werfen. Dann machen wir das. Gerne mal doch. So einen Intelligenzwurf machen, so. Ob ich da gleich was erkenne drauf. Bitteschön. So, ich habe eine 8 geworfen und ich habe. Intelligenzmäßig habe ich natürlich ein. Intelligenz 14 habe ich. Okay, plus 2. 10. Ja, okay, 10 ist okay, ist 50-50. Was willst du erkennen? Na, wo uns das, also wo wir dann hingehen müssen in dem Ort, um den zu finden, ob das passt oder nicht. Ach so, ja, da, was nimmst du denn als Ausgangspunkt? Naja, wo wir jetzt sind. Und was legst du da drüber? Welchen Punkt? Na dann, das I was here. Ah, okay. Genau, und wenn das I was here auf der alten Werkstatt von ihm liegt, und wo willst du hin? Zu I'm here. Gut, das siehst, dann ist das tatsächlich ein Weg, das ist alles Quatsch und Blödsinn, auch wenn es die ganze Karte abnimmt. Und hier siehst du in dem aufgegebenen Fabrikbezirk, wo die Minen- und Abbaufabriken waren, ist das I am here, eine alte Kupferfabrik in diesem Viertel. Genau, da leuchtet der Punkt auf. Dann ist in der alten Kupferfabrik. Dann gehen wir da hin. Ach so, Nag, wegen unserer Bezahlung, genau. Also, blöde Sache. Hab mein ganzes Geld diesem muskulösen Soldatentypen gegeben, der in der Bar ist. Der weiß aber auch Bescheid. Ich habe ihm auch nochmal Bescheid gesagt, wegen dem Bonus, den du kriegst, auch für diese ganze Pay-Later-Geschichte. Ja. Und ansonsten habe ich dir hier nochmal seine Informationen zusammengefasst, dass du den auf jeden Fall wieder findest. Aber in die Bar zurück. Er weißt hat die ganze du. Kohle. Ach, und weißt du was? Leg nochmal ein schönes Trinkgeld mit drauf. Ach, weil du es bist. Mach ich doch. Natürlich. Ja, bis später. Übers andere Auge. Alles Gute in der alten Kupferfabrik, ne? Und dann scherwenzelt er, völlig unbeeindruckt, dass er nicht bezahlt wurde, weg. Ich habe das Gefühl, dass wir relativ bald wieder einen Soldaten hier bei uns haben werden. Möglicherweise aber nicht aus den Gründen, die wir wollen. Egal, gehen wir in der Zwischenzeit trotzdem zur alten Kupferfabrik und holen uns Apfelwein. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber ja, das werden wir tun. Ja, Jazz guckt nochmal ein bisschen misstrauisch dem Skink hinterher und dreht sich dann auch um. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir dort den versteckten Tätowierer finden.